Ich rufe jetzt auf die Tagesordnungspunkte 10a und 10b. Zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Verlängerung befristeter Regelungen im Arbeitsförderungsrecht und zur Umsetzung der Richtlinie EU 2016-2102 über den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen sowie Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit und Soziales zum Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Menschenrecht auf Barrierefreiheit umsetzen, Privatwirtschaft zu Barrierefreiheit verpflichten. Zum Gesetzentwurf der Bundesregierung liegt ein Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen vor. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 38 Minuten vorgesehen. Dazu gibt es keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen. Und dann gebe ich das Wort der ersten Rednerin für die Bundesregierung, der parlamentarischen Staatssekretärin Kerstin Griese. Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute beraten wir ein Gesetz abschließend, das noch die geschäftsführende Bundesregierung auf den Weg gebracht hat. Das war wichtig, weil Fristen auszulaufen drohten, die wichtige Instrumente der Arbeits- und Ausbildungsförderung beendet hätten. Und es war wichtig, weil wir eine EU-Richtlinie über den barrierefreien Zugang zu Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen pünktlich in nationales Recht umsetzen wollen und auch müssen. Und beides drängte, weil die Regierungsbildung etwas länger gedauert hat. Im Bereich des Arbeitsförderungsrechts gibt es bei uns wichtige Punkte. Die Maßnahmen der assistierten Ausbildung können nämlich nach jetziger Rechtslage nur noch bis zum 30. September 2018 begonnen werden. Dieses Instrument verlängern wir um 2 Ausbildungsjahrgänge. Das schafft auch Zeit, um die Zukunft der assistierten Ausbildung besser planen zu können. Denn assistierte Ausbildung hat sich als eine gute Maßnahme erwiesen, um junge Menschen und Arbeitgeber bei der Ausbildung zu unterstützen. Und das wollen wir fortsetzen. Ein weiterer Punkt: Mit dem Integrationsgesetz haben wir beschlossen, dass auch Flüchtlinge, die humanitäre Aufenthaltstitel haben, Gestattete oder Geduldete, erstmals oder früher unterstützt werden können, um in Arbeit zu kommen oder in Ausbildung. Und auch diese Regelungen würden Ende dieses Jahres auslaufen. Sie werden jetzt um ein Jahr verlängert. Und damit schaffen wir auch Raum für eine gründliche Debatte, um, wie im Koalitionsvertrag festgelegt, diese Regelungen des Integrationsgesetzes zu entfristen. Und noch ein wichtiger Punkt, die Sonderregelung zum Saisonkurzarbeitergeld im Gerüstbauerhandwerk, die ist schon ausgelaufen zum 31. März 2018. Wir wollen sie jetzt 3 Jahre verlängern, damit sie in der nächsten Schlechtwetterzeit, die uns ja wahrscheinlich ab November droht, wieder zur Verfügung steht. Sie sehen also, es geht im wahrsten Sinne des Wortes darum, niemanden im Regen stehen zu lassen. Wir schaffen Zeit, um die weitere Ausgestaltung dieser Regelung ordentlich in dieser Legislaturperiode zu beraten. Besonders wichtig ist in diesem Artikelgesetz die Umsetzung der EU-Richtlinie. Die muss nicht nur bis zum 23. September 2018 umgesetzt sein und daher heute abschließend von uns beraten werden. Auch die Länder müssen dazu noch Gesetze verabschieden. Und gerade deshalb hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bereits frühzeitig im Jahr 2017 den Dialog mit den betroffenen Akteuren aus den Verbänden für Menschen mit Behinderung geführt. Dazu gab es Länderbesprechungen. Die Verbände wurden in den Expertenkreis zur barrierefreien Informationstechnikverordnung eingeladen und angehört. Und auch die zuständige Fachabteilung stand im regen Austausch mit den Verbänden. Dadurch sind schon wesentliche Verbesserungen in den Gesetzentwurf eingeflossen. Die rechtzeitige Umsetzung ist nicht nur zeitlich wichtig, sie ist auch inhaltlich ein wichtiger Schritt vorwärts für mehr Barrierefreiheit im Internet und im Intranet. Alle öffentlichen Stellen des Bundes werden nämlich jetzt verpflichtet, Webinhalte barrierefrei zu gestalten und dabei auch nicht mehr zwischen Internet und Intranet zu unterscheiden. Die Fristen werden klarer geregelt als bisher und Ausnahmen gibt es nur noch bei unverhältnismäßig großen Belastungen und mit eindeutiger Begründung. Damit, liebe Kolleginnen und Kollegen, erweitern wir das Behindertengleichstellungsgesetz um wichtige Regelungen für die Menschen mit Behinderung in Deutschland, damit alle Menschen die Möglichkeit haben, digital barrierefrei mit öffentlichen Stellen des Bundes zu kommunizieren, egal ob es um das Bestellen einer Fahrkarte bei der Bahn geht oder um die Untertitelung von Videos auf der Homepage und auf den Seiten in den sozialen Medien des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Das ist schon teilweise barrierefrei, aber jetzt muss es auch überall barrierefrei werden. Und das ist gut so. Vielen Dank.
Vielen Dank, Kerstin Kriese. Nächster Redner Martin Sichert für die AfD-Fraktion. Werte Damen und Herren, wertes Präsidium, dieser Gesetzentwurf ist eine willkürliche Mischung verschiedenster Themen. Neben Maßnahmen zur Barrierefreiheit wollen Sie die Arbeitsförderung von Asylbewerbern im laufenden Asylverfahren und abgelehnten Asylbewerbern um ein Jahr verlängern. Selbst wenn es um anerkannte Asylbewerber ginge, die arbeiten dürfen, wäre eine solche Förderung zweifelhaft, denn nicht einmal 4% finden einen Job als Fachkraft. Über 96% finden nur billige Hilfsjobs oder leben gar von Hartz IV. Die Masseneinwanderung von Unqualifizierten macht unseren Sozialstaat nicht zukunftsfähig, wie Sie immer behaupten, sondern im Gegenteil, sie ruiniert uns. Millionen Deutsche sind arbeitslos, die Zahl der Obdachlosen steigt, Rentner sammeln Flaschen und Ihnen fällt nichts Schwachsinnigeres ein als Arbeitsförderungsmaßnahmen für Leute, die gar nicht arbeiten dürfen? Sind Sie sich eigentlich bewusst, dass dieser Antrag auch die Bankrotterklärung Ihrer Innenpolitik ist? Denn wenn die Asylverfahren in einer halbwegs vernünftigen Zeit abgearbeitet würden, bräuchten wir über solche Fördermaßnahmen gar nicht zu diskutieren. Sie aber geben mit diesem Antrag zu, dass das BAMF heillos überfordert ist. Und obwohl Deutschland heillos überfordert ist, stellt sich Horst Seehofer hier letzte Woche hin und fordert den Familiennachzug, der eh schon Hunderttausende jedes Jahr beträgt, um weitere 1.000 pro Monat zu erhöhen. Da hilft Ihnen auch die aktuell inszenierte Schaumschlägerei um angebliche Zurückweisungen nichts. Denn dafür, meine Damen und Herren, bräuchte es echte Grenzkontrollen, wie wir von der AfD sie gefordert haben. Vor 3 Monaten hat hier in diesem Hohen Haus jeder Abgeordnete der CSU gegen Grenzkontrollen gestimmt. Und heute wollen Sie angeblich an der Grenze zurückweisen. Wie wollen Sie das denn machen ohne flächendeckende Grenzkontrollen? Ja, Ihnen fehlt sogar das Rückgrat, nur die schlichte Umsetzung bestehender Gesetze zu fordern. Paragraph 18 Asylgesetz behandelt die Zurückweisung. Da steht drin, jeder, der aus einem sicheren Drittstaat einreist und Asyl begehrt, ist zurückzuweisen. All unsere Nachbarländer sind sicher. Nach geltendem Recht. Darf ich Sie darauf hinweisen, Herr Kollege, dass wir zum Arbeitsförderungsrecht sprechen? Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie zur Sache reden würden. Ich rede auch zur Sache, denn das hängt miteinander zusammen, wenn man tatsächlich Asylbewerber, die sich im laufenden Verfahren und nicht arbeiten dürfen, fördern möchte. All unsere Nachbarländer sind sicher, nach geltendem Recht dürfte niemand, der über den Landweg einreist, Asyl beantragen. Wenn geltendes Recht umgesetzt würde, würde also auf einen Schlag die massenhafte Einwanderung von Armutsmigranten in sich zusammenbrechen. Dann müssten wir uns hier nicht über die Förderung, ich fordere Sie noch einmal auf, zur Sache zu reden. Dann müssten wir uns hier nicht über die Förderung. Ich fordere Sie auf, zur Sache zu reden. Tue ich doch, Frau Roth. Dann müssten wir nämlich nicht über die Förderung von Asylbewerbern im laufenden Verfahren reden. Also tun Sie nicht nur uns von der AfD, sondern unserem Land einen Gefallen. Verschonen Sie uns mit solchem Schwachsinn wie diesen Fördermaßnahmen für Asylbewerber, sondern stellen Sie den einzig vernünftigen Antrag für die Zukunft unseres Sozialstaats, nämlich flächendeckende Grenzkontrollen und die Umsetzung bestehender Gesetze. So, wir kommen jetzt zurück zum Tagesordnungspunkt Arbeitsförderungsrecht und ich gebe das Wort Dr. Albert Weiler für die CDU-CSU-Fraktion. So, entschuldigen Sie, Herr Weiler, Sekunde bitte. Ich möchte noch, ich mach's nachher, Herr Dr. Weiler, ich mach's nach Ihnen. Das Ergebnis, gut, okay. Also, ich möchte Ihnen das Ergebnis der Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses, Fortsetzung der deutschen Beteiligung an der internationalen Sicherheitspräsenz in Kosovo auf der Grundlage der Resolution 1244 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen vom 10. Juni 1999 übermitteln. Abgegebene Stimmen 648, mit Ja haben 508 Kolleginnen und Kollegen gestimmt, mit Nein haben 136 Kolleginnen gestimmt, 4 Enthaltungen, die Beschlussempfehlung ist angenommen. Vielen herzlichen Dank und jetzt hat das Wort Dr. Albert Weiler. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe Verständnis für den Kollegen Sichert. Ich habe heute Abend auch 2 Reden zu halten und da kann es schon mal passieren, dass man die falsche Vorlage hierher legt. Also ich habe Verständnis dafür, Herr Sichert, es kann passieren.
Das will ich jetzt mal nicht verteufeln. Deshalb habe ich vorhin noch mal auf mein Blatt geguckt und habe jetzt tatsächlich die Richtige. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nach langer Regierungsbildung nimmt dieses Parlament zügig Fahrt auf, und das ist auch gut so. Auch wenn die Opposition etwas Schwierigkeiten hat, dem Tempo zu folgen, wir beschließen heute das erste Gesetzesvorhaben, das erste Gesetzesvorhaben im Bereich Arbeit und Soziales in dieser Legislaturperiode. Das Gesetz ist das Ergebnis einer konstruktiven und zielorientierten Zusammenarbeit mit unserem Koalitionspartner. Wir haben am Montag dieser Woche in einer öffentlichen Anhörung wichtige Sachverständige angehört und auch gewürdigt. Und ich möchte an dieser Stelle allen denen danken, die bei diesem Gesetz beteiligt waren und vor allen Dingen, die gut zusammengearbeitet haben mit uns und auch mit dem Koalitionspartner. Und dir an der Stelle auch nochmal Dank an den Koalitionspartner, und ich freue mich, wenn das weiterhin so reibungslos funktioniert wie auch bei diesem Gesetz. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, der vorliegende Gesetzentwurf beinhaltet wichtige Verlängerungen befristeter Regelungen im Arbeitsförderungsrecht. Das ist einerseits, aber andererseits den wichtigen Punkt des barrierefreien Zugangs zu den Websites und mobilen Anwendungen an öffentlichen Stellen, die an der Stelle nicht länger herausgeschoben werden dürfen. Jetzt nochmal den Appell, es ist wichtig ersichert, dass wir daran arbeiten, und ich hoffe, dass Sie die Rede wieder finden. Wir verlängern die assistierte Ausbildung um 2 Ausbildungsjahrgänge, um dieses Instrument anschließend besser evaluieren zu können. Wir verlängern die Sonderregelung zur Eingliederung von Gestatteten und für die Ausbildungsförderung von Ausländerinnen und Ausländern. Wir verlängern Sonderregelungen zum Saisonkurzarbeitergeld für den Bereich des Gerüstbauerhandwerks. Und wir verlängern Sonderregelungen zur Verkürzung der Anwartschaftszeiten des Arbeitslosengeldes für überwiegend kurzzeitig Befristete. Meine Damen und Herren, die öffentliche Anhörung hat verdeutlicht, dass grundsätzlich alle Befragten der Verlängerung der befristeten Regelungen im Arbeitsförderungsrecht zustimmen. Insgesamt 32.000 Menschen sind diesem Instrument eingetreten. Dies ist im Vergleich ein sehr guter Start. Die assistierte Ausbildung ist ein wichtiges Instrument und soll weiter gestärkt werden, auch bei Geflüchteten mit hohen Bleibechancen. Eine Verlängerung ist zudem sinnvoll, um für eine Bewertung der Instrumente Zeit zu gewinnen. Allerdings sei langfristig eine Synchronisierung aller Instrumente in der Ausbildungsförderung anzustreben. Dies wollen wir auch in der jetzigen Legislaturperiode beherzigen und umsetzen. Nochmal danke an denen, die bei der Anhörung teilgenommen haben. Neben den Fristverlängerungen im SGB III setzen wir den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen um. Hier hat die öffentliche Anhörung zu einer Verbesserung des ersten Gesetzentwurfs geführt, und wir sind auf dem richtigen Weg, auch die digitale Welt barrierefrei zu gestalten. Meine Damen und Herren, aus unserer Sicht beinhaltet der vorliegende Gesetzentwurf notwendige Verlängerungen, die einen reibungslosen Ablauf gewährleisten. Gleichzeitig müssen wir allen Menschen einen barrierefreien Zugang zu den Websites und den mobilen Anwendungen sicherstellen. Und ich bitte Sie deshalb um Zustimmung, damit wir bei diesem wichtigen Thema schnell und gut vorankommen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Dr. Albert Weiler. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Jens Beek. Hochverehrte Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, das ist nun heute das vorläufige Ende eines relativ unwürdigen Schnellverfahrens bei diesem Gesetz. Es geht neben relativ unstreitigen Bereichen im SGB III zur Verlängerung beispielsweise der Maßnahmen für assistierte Ausbildung oder im Bereich der Gerüstbauer um nichts weniger als um den Zugang beispielsweise sehbehinderter Menschen, Menschen mit motorischen, kognitiven Störungen im Bereich von Websites, im Bereich digitaler Infrastruktur und damit um nichts anderes als ihren Zugang in die Welt von heute und morgen. Und die Regierung, Herr Dr. Wartke, hat an dieser Stelle bei Menschen mit Behinderungen viel Vertrauen verspielt.
Die Richtlinie ist nicht plötzlich vom Himmel gefallen. Das Umsetzungsdatum ist seit 2016 bekannt. Und dann ist es schon eine Zumutung, wenn die Verbände und die Sachverständigen für die Anhörung am Montag dieser Woche, auf die Sie hingewiesen haben, eine Woche Zeit haben für ihre Stellungnahmen. Und heute machen wir weiter, indem wir in diesem Verfahren nach vor 8 Tagen erster Befassung im Ausschuss, bei der wir nicht einmal Zeit hatten zu beraten, der Anhörung am Montag dieser Woche und der abschließenden Beratung im Ausschuss gestern, das Verfahren in zweiter und dritter Lesung zu beenden. Alles das, was die gemeinsamen Lehren gewesen sind aus der großen Partizipation, der Beteiligung der Verbände, der Angehörigen, der Betroffenen im Bereich des Bundesteilhabegesetzes in der vergangenen Wahlperiode, ist hier missachtet worden. Und das macht einen großen Schaden bei den Betroffenen, ihren Angehörigen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es verwundert auch nicht, dass dann im Ergebnis auch relativ wenig rauskommt. Der zunächst, Frau Staatssekretärin, vorgelegte Entwurf der Regierung war insgesamt untauglich. Das ist ja durch die Änderungsanträge, die auch von den regierungstragenden Fraktionen jetzt vorgebracht worden sind, deutlich geworden. Und ich will, damit ich das nicht alleine machen muss, die Sachverständige Frau Dr. Anade zitieren, die das Gesetz bewertet mit: Dieses Gesetz ist kleinmütig und rückwärtsgewandt. Ohne Not wird hier eine Zweiklassendigitalisierung realisiert. Ganze Bevölkerungsgruppen würden erst einmal von der Teilnahme am digitalen Fortschritt ausgeschlossen. Das ist die Bewertung noch nach den Änderungsanträgen. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, der große Wurf im Bereich der Digitalisierung, im Bereich der Barrierefreiheit, das ist die gleiche Meinung, die ich auch habe, Frau Kollegin Tack, ist das nicht. Ja, an dieser Stelle durchaus. Wäre der Regierungsentwurf angenommen worden, auch das kann man nicht vermeiden zu betonen, hätte es nicht nur keine Verbesserungen, es hätte Verschlechterungen gegeben. Beispielsweise waren im Regierungsentwurf die grafischen Programmoberflächen überhaupt nicht benannt und es hätte bei der Ausnahmetatbestandsregelung, sich eben nicht barrierefrei im Netz als öffentliche Stelle zu präsentieren, weitestgehende Ausnahmetatbestände gegeben ohne große Begründungspflicht. Er war deswegen nicht zustimmungspflichtig und deswegen gab es nach der Anhörung auch gemeinschaftliche Änderungsanträge. Und in der Sache sind auch die 6 Änderungsanträge, die die Freien Demokraten dazu eingebracht haben, durchgekommen. Und deswegen haben wir heute einen Entwurf, der zustimmungsfähig ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will nochmal darauf hinweisen, beispielsweise bei Elster, bei der Personalausweis-App, bei der elektronischen Gesundheitskarte, wäre der Wegfall der grafischen Programmoberflächen zu einer Katastrophe geraten. Bei der Einbeziehung der bundeseigenen Unternehmen hat Frau Staatssekretärin Griese zu unserer Freude die Bundesregierung, das BMAS, ihre 6 Wochen alte Auffassung, die Deutsche Bahn AG sei nicht umfasst, noch geändert, sodass wir an dieser Stelle jetzt auch einer Auffassung sind und damit bleiben einige Wünsche offen. Begründungspflicht beispielsweise für Befreiungstatbestände, die barrierefreien Informationen, die nicht zur Verfügung stehen, auf anderem Wege zur Verfügung stellen, auch insbesondere einen stärkeren Blick auf barrierefreie Arbeitsplätze bei den öffentlichen Stellen. Aber im Ergebnis werden die Freien Demokraten heute trotzdem zustimmen. Wir erkennen die positiven Aspekte, insbesondere im Bereich des SGB III, bei der assistierten Ausbildung, bei den Gerüstbauern. Und wir nehmen, geschätzter Kollege Oellers, geschätzter Kollege Bartke, Ihre Aussagen ernst, dass Sie die Wirkung dieses Gesetzes deutlich mit beobachten und gegebenenfalls nachsteuern werden. Wir wünschen uns sehr, ich komme zum Ende, Frau Präsidentin, dass wir beim kommenden Verfahren auch die Befindlichkeiten und die Wünsche der Betroffenen, ihrer Angehörigen und der Verbände wieder ernst nehmen können. Dann sind wir gemeinsam auf einem guten Weg. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Jens Beek. Nächster Redner, Sören Pellmann für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wunderschönen guten Abend. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlicher Gewalt. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. So steht es in den Artikeln 1 und 3 unseres Grundgesetzes, was für uns alle Verpflichtung sein sollte. Die Umsetzung der EU-Richtlinie hätte ein großer Wurf werden können für die digitale Barrierefreiheit. Jedoch haben Regierung und Koalitionsfraktionen nicht den Willen, hier als Vorbild voranzugehen. Sie sehen selbst für öffentliche Stellen zahlreiche Ausnahmeregelungen erneut vor. Und das trotz zahlreicher kritischer Stellungnahmen in der öffentlichen Anhörung vergangenen Montag.
Mit dem neuen § 12a Absatz 6 des BGG bleiben Sie weit hinter dem geltenden Recht zurück. Ebenso ist die fehlende umfassende Verpflichtung zu barrierefreien Programmoberflächen ein fataler Rückschritt. Das kann man schon als Skandal bezeichnen. Beides kann auch Ihr Änderungsantrag nicht korrigieren. Wenn Sie nach der Anhörung und Ihren Änderungsanträgen, Herr Beek hat es schon zitiert, die Stellungnahme des Blinden- und Sehbehindertenverbandes sich anschauen, werden Sie genau das zur Kenntnis nehmen. In weiteren zwei Punkten bleiben Sie hinter den Anforderungen der EU-Richtlinie deutlich zurück. Sie sollten besser den Betroffenen zuhören. Wie lief denn die Beteiligung bei der Erstellung Ihres Gesetzentwurfs ab, liebe Regierungsfraktion? Sie sagen, Sie hätten die Verbände umfänglich beteiligt. Dies bewerten insbesondere die Verbände und Selbsthilfeorganisationen völlig anders. Eine Woche ist bei weitem nicht ausreichend und auch nicht angemessen. Genau eine Woche hatten die Interessenvertretungen Zeit, auf diesen Gesetzentwurf zu reagieren. Das ist nach Auffassung der Linken deutlich zu wenig. Diese Verfahrensweise kann nur als Pseudobeteiligung bezeichnet werden. Bei dieser Sachlage bekomme ich Zweifel. Sind die Artikel 1 und 3 überall bekannt? Und werden sie auch entsprechend angewandt? Eine inklusive Gesellschaft ist nach Auffassung der Linken das Ziel unseres Rechtsstaates. Demnach wird kein Mensch strukturell benachteiligt oder ausgeschlossen. Daher sorgen wir gemeinsam dafür, dass auch im privaten Leben keine Barrieren vorhanden sind. Ihr Ansatz, die private Wirtschaft freiwillig zur Umsetzung der Barrierefreiheit zu bewegen, ist ganz offensichtlich gescheitert. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Behinderung, wollen mit Freunden ins Kino oder ins Restaurant gehen. Sie können das aber nicht, weil Sie dort nicht hineinkommen, weil dort unüberwindliche Barrieren warten. Wie würde es sich anfühlen, wenn Ihr Arzt für Sie nicht erreichbar ist, weil man an ihn nicht herankommt? Oder Sie laufen an einem Bäcker vorbei, riechen zwar die leckeren Brötchen, können Sie sich aber nicht kaufen, weil Sie nicht hinkommen. Einsamkeit, Würdelosigkeit, Wut und Hilflosigkeit sind einige der Gefühle, die mir Betroffene, als wir über diesen Gesetzentwurf gesprochen haben, geschildert haben. Es ist unsere Pflicht, dass wir diesen Menschen helfen. Die Linke will einen weiteren Schritt in Richtung barrierefreie und inklusive Gesellschaft gehen. Da sich die Privatwirtschaft nicht freiwillig bewegt, müssen wir den Druck erhöhen. Wir wollen die Privatwirtschaft zur Barrierefreiheit verpflichten. Menschenrechte dürfen nicht auf dem Altar der Profitinteressen geopfert werden. Der Staat muss die Rahmenbedingungen zur Umsetzung der Barrierefreiheit schaffen. Die Linke will auch ein Verbandsklagerecht im AGG verankert wissen. Nur mit wirksamen Werkzeugen wie genau diesen für die entsprechenden Verbände kann der notwendige Druck auf die Privatwirtschaft auch erzeugt werden. In Ihrem Koalitionsvertrag, wenn man noch mal reinschaut, weiß ja nicht, wie lange noch gilt, wollen Sie, ich zitiere, prüfen, wie Private angemessene Vorkehrungen umsetzen können. Das ist bei Weitem nicht ausreichend. Genau deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, bringt meine Fraktion heute unseren Antrag zur Abstimmung. Der vorliegende Gesetzentwurf der Betroffenen keinen einzigen Schritt weiter bringt, lehnen wir als Fraktion ab. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Sören Pellmann. Nächste Rednerin, Corinna Rüffer für Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin. Einen schönen guten Abend an alle anderen. Vielleicht wieder mal ein Hinweis an die AfD. Herr Sichert, Sie haben vielleicht Ihr Manuskript verwechselt, zum falschen Thema geredet. Aber was man sich in einer behindertenpolitischen Debatte nicht leisten darf, ist zweimal den Begriff schwachsinnig zu verwenden. Das ist ein absolutes No-Go. Damit haben Sie sich sozusagen jedes Rederecht in so einer Debatte verwirkt. Aber jetzt zum Thema, weil der Titel der Debatte hier etwas sperrig wirkt, will ich versuchen, das Thema ein bisschen zu illustrieren. Frau Rüffert, bevor Sie das tun, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Herrn Sichert? Nee, danke. Dankeschön. Das ist nett. So, will ich versuchen, das Thema etwas zu illustrieren und deutlich zu machen, dass das richtig viele Menschen betrifft hier in diesem Land. Wir hatten vor kurzem ein Gespräch mit einer Frau, einer blinden Frau, die für ihren Großvater, war es glaube ich, einen Platz in einer Reha-Klinik gesucht hat, die passende Reha-Klinik gesucht hat. Und das macht man üblicherweise in diesen Tagen über eine Recherche im Internet.
Die hat dann ganz schnell festgestellt, dass diese Seiten nicht barrierefrei waren. Es handelt sich hier ja um klassische Sozialleistungserbringer. Ja, das ist eine Katastrophe, dass an solchen Ecken unserer Gesellschaft keine Barrierefreiheit herrscht. Und wir hätten hier heute einen Beitrag dazu leisten können, dass dieser Zustand beendet wird. Die Richtlinie gibt Hinweise darauf, wie wir in den Bereichen Gesundheit, Soziales und öffentliche Daseinsvorsorge hier einen großen Schritt hätte weiterkommen können. Aber selbst da, wo Barrierefreiheit heute schon verpflichtend ist, da hapert es oft. Und ich finde, ein besonders peinliches Beispiel ist mir neulich untergekommen, Website der Bundesregierung. Kurz nachdem der Koalitionsvertrag geschlossen war, haben sich die ersten blinden und sehbehinderten Menschen gemeldet und haben gesagt, wir haben keinen barrierefreien Zugang zu diesem Koalitionsvertrag. Und erst Tage, Wochen später ist dann eine barrierefreie PDF ins Internet gestellt worden. Und das ist natürlich absolut peinlich und zeigt, wie sehr wir am Anfang stehen. Und ich stelle wirklich die Frage, ist das die gleichberechtigte Teilhabe, von der hier zumindest sonntags immer alle reden? Liebe Union und liebe SPD, es wäre wirklich eine Chance gewesen, an dieser Stelle diese Richtlinie umfassend und vielleicht deutlicher umzusetzen als nur im Bereich Dienst nach Vorschrift. Und man muss dann auch sagen, das haben meine Vorredner schon gesagt, dass die Umsetzung tatsächlich an bestimmten Stellen sogar hinter der Richtlinie an sich zurückbleibt. Und das geht natürlich überhaupt nicht. Ja? Das ist dann richtig peinlich. Die umfangreichen Ausnahmemöglichkeiten sind ein Punkt, aber auch die Zugänglichmachung von Informationen, die eben nicht barrierefrei zugänglich sind. So, und der eigentliche Elefant im Raum, über den diskutieren wir schon seit Jahren, ist die Frage der Verpflichtung zur Barrierefreiheit der Privaten. Und ich glaube, wir kommen nicht umhin, uns diesem Thema endlich zu nähern, weil das Leben von Menschen mit Behinderungen nicht in erster Linie in Bundesbehörden oder deren Website stattfindet, sondern da, wo das Leben aller anderen auch stattfindet. Und diesen Satz, glaube ich, müssen wir hier so lange wiederholen, bis er überall angekommen ist. Wir wissen doch auch, dass es Teile der Wirtschaft, es gibt Wirtschaftsunternehmen, es gibt Unternehmer, ja, es gibt Anbieter, die sich Mühe geben, die voranschreiten, aber es betrifft nicht die Breite und wir müssen endlich Vorgaben machen, den Mut haben, dem zu folgen, was in anderen Ländern seit Jahrzehnten mittlerweile Standard ist. Ich nenne die USA, ich nenne Österreich und andere Länder. Auch das ist wirklich peinlich. Ich hätte jetzt gerne noch ganz viel gesagt, Herr Bartke, unter anderem zu Ihrer Bemerkung, dass Schlichtungsverfahren weiterhin freiwillig sein sollten. Ich empfehle Ihnen Seite 37 im Jahresbericht der Schlichtungsstelle. Da wird gut ausgeführt, warum das nicht ausreicht. Ich hätte gerne noch einiges gesagt zum anderen Teil des Gesetzes und auch zum Verfahren. Und das wird jetzt leider nichts mehr. Das Motto ist und bleibt, nach dem Gesetz ist vor dem Gesetz. Das Motto lautet, nichts über uns, ohne uns. Und die Hoffnung bleibt, dass am Ende irgendwann doch noch mal einiges besser wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Corinna Rüffer. Bevor ich den nächsten Redner aufrufe, hat Martin Sichert das Wort zu einer Kurzintervention. Maximal 2 Minuten. Ja, werte Kollegin Rüffer, Sie haben gerade behauptet, ich hätte die Regelungen zur Barrierefreiheit als Schwachsinn bezeichnet, was ich definitiv nicht getan habe. Haben Sie mir zugehört und haben Sie realisiert, dass in diesem Antrag ein wildes Potpourri verschiedenster Regelungen drin ist, auch Maßnahmen zur Arbeitsförderung, und dass ich explizit es als Schwachsinn bezeichnet habe, zu sagen, wir wollen die Arbeitsförderung von Asylbewerbern mit Aufenthaltsgestattung, also im laufenden Asylverfahren, und von abgelehnten Asylbewerbern haben, und dass ich es als Schwachsinn bezeichnet habe, zu sagen, wir wollen Arbeitsförderungsmaßnahmen für Menschen, die in diesem Lande nicht mal rechtlich arbeiten dürfen. Nein, er soll stehen bleiben, weil jetzt hat Frau Rüffer das Wort. Mal nach Ihrem Namen schauen, Herr Sichert. Ich hätte Ihnen schon zugetraut, dass Sie zuhören, ja? Dass Sie an der Stelle zuhören, wo Sie namentlich angesprochen werden und hier nicht
will die Unwahrheit sagen. Vielleicht haben Sie nicht richtig zugehört oder Sie sagen bewusst die Unwahrheit. Ich habe nichts behauptet, dass ich die Barrierefreiheit oder dass Sie die Barrierefreiheitsrichtlinie als schwachsinnig bezeichnet hätten, sondern ich habe gesagt, dass Sie in einer behinderten politischen Debatte, in die Sie sich verirrt haben anscheinend, weil Sie zu einem vollkommen anderen Thema geredet haben, zweimal das Wort schwachsinnig verwendet haben. Und es ist überall in dieser Gesellschaft, ja, nicht in Ordnung, ein absolutes No-Go, diesen Begriff zu verwenden, weil er absolut behindertenfeindlich ist und weil er zeigt, dass Sie nicht verstanden haben, worin es hier geht, ja, um die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung in dieser Gesellschaft und dass Sie eine riesige Gruppe von Menschen verletzt haben. Aber das scheint die Art zu sein, wie die AfD in diesem Land Politik macht, und es kotzt mich an. Nächster Redner in der Debatte, Dr. Matthias Bartke für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass wir den heutigen Tag, dass der heutige Tag nicht nur geprägt ist von dem Geschwisterstreit CDU-CSU, sondern dass wir Meine Damen und Herren, ich bin mir sicher, jeder von Ihnen hat es heute schon einmal gemacht. Wir kommunizieren ständig online. Die Digitalisierung macht das möglich. Für viele Menschen macht sie die Dinge einfacher. Auch Menschen mit Behinderung profitieren ganz massiv von der Digitalisierung. Kürzlich hat ein gehörloser Autor beschrieben, wie das Internet lange für ihn der Begriff der Barrierefreiheit gewesen ist. Ich zitiere: Chatnachrichten, Foren, plötzlich war mühelose Kommunikation per Text möglich. Kein anstrengendes Lippenlesen mehr, Videos gab es sowieso keine und wenn dann hängte sich der Player auf. Meine Damen und Herren, in diesem kurzen Zitat steckt schon das ganze Dilemma. Die Digitalisierung birgt riesige Chancen, aber sie hat auch das Potenzial für neue Barrieren. Videos beispielsweise hängen sich inzwischen nicht mehr auf. Dafür sind sie auf Social-Media-Kanälen aber gang und gäbe geworden. Für Gehörlose sind sie allerdings nur nachvollziehbar, wenn sie auch Untertitel haben. Wir wollen Menschen mit Behinderung in unserer digitalisierten Welt teilhaben lassen. Dann müssen wir aber auch dafür sorgen, dass bestehende digitale Barrieren verschwinden und neue gar nicht erst entstehen. Das gibt uns allein die UN-Behindertenrechtskonvention vor, meine Damen und Herren. Ich finde es daher großartig, dass wir mit dem Gesetzentwurf gleich eine ganze Reihe von Verbesserungen in diesem Bereich auf den Weg bringen. Das fängt damit an, dass wir den Anwendungsbereich für digitale Barrierefreiheit von Trägern öffentlicher Gewalt auf öffentliche Stellen des Bundes ausweiten. In Zukunft sind beispielsweise also auch das Goethe-Institut, das Deutsche Rote Kreuz und, Herr Beek, auch die Deutsche Bahn verpflichtet. Ist es nicht wunderbar? Bisher war es so, dass digitale Barrierefreiheit schrittweise umgesetzt werden sollte. Nur wie groß diese Schritte sein sollten und bis wann sie gemacht werden sollten, das war eben nicht definiert. Dem setzen wir ein Ende, meine Damen und Herren. Von nun an gelten klare Fristen, bis wann Webseiten und mobile Anwendungen barrierefrei sein müssen. Das hat uns die Richtlinie so vorgegeben. In unserem Änderungsantrag haben wir darüber hinaus auch eine konkrete Frist für elektronisch unterstützte Verwaltungsabläufe eingeführt. Wir haben auch klargestellt, dass die grafischen Programmoberflächen weiterhin von der barrierefreien Gestaltung umfasst sind. Herr Pellmann, Sie hätten es lesen können. Und soweit möglich auch die angebotenen Webseiten Dritter. Das war ein wesentliches Ergebnis der Verbändeanhörung vom Montag. Also auch das Video, das öffentliche Stellen auf Facebook einstellen, muss barrierefrei sein, wenn Facebook die Möglichkeit dazu bietet. Das Gute an diesem Gesetzentwurf ist übrigens, dass wir nicht nur neue Verpflichtungen schaffen. Gleichzeitig haben wir auch ein ganzes Paket mit Maßnahmen zur Durchsetzung der digitalen Barrierefreiheit geschnürt. Alle öffentlichen Stellen des Bundes müssen zukünftig eine Erklärung zur Barrierefreiheit ihrer Webseiten und Apps veröffentlichen. Sie müssen darin begründen, wenn sie, ganz wichtig, ausnahmsweise keine vollständige barrierefreie Gestaltung gewährleisten. Außerdem wird es einen Feedback-Mechanismus geben. Damit können Nutzerinnen und Nutzer zurückmelden, wenn immer noch Barrieren bestehen. Diese Möglichkeit ist von allergrößtem Wert, meine Damen und Herren.
Denn die Beratungsstelle der Fachstelle für Barrierefreiheit hat schließlich gezeigt, dass es in den seltensten Fällen am Unwillen liegt, dass Webseiten nicht barrierefrei sind. Es fehlt meistens einfach nur am Wissen. Da werden die Rückmeldungen der Betroffenen in Zukunft ein ganz anderes Bewusstsein schaffen. Einen ähnlichen Effekt wird auch die neu eingerichtete Überwachungsstelle haben. Sie wird innerhalb weniger Jahre nahezu jede öffentliche Stelle des Bundes in der einen oder anderen Weise getestet haben. Das wird Missstände aufdecken, wo es sie noch gibt, und die barrierefreie Gestaltung kräftig voranbringen. Zu guter Letzt stärken wir das Schlichtungsverfahren, durch das Einzelne wie auch Verbände ihre Rechte geltend machen können. Die SPD-Fraktion hat hier noch eine wesentliche Verbesserung erreicht. Zukünftig wird ein Schlichtungsverfahren die Klagefrist unterbrechen. Das ist ein großer Vorteil für die Betroffenen, denn Klagen müssen dann nicht mehr parallel zur Schlichtung eingereicht werden. Und die Schlichtung muss nicht unter Zeitdruck erfolgen. Meine Damen und Herren, mit dem Gesetzentwurf und unserem Änderungsantrag machen wir die öffentlichen Stellen zu den Taktgebern für digitale Barrierefreiheit. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Dr. Bartke. Der nächste Redner in der Debatte, Uwe Witt für die AfD-Fraktion. Sehr verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste des Hohen Hauses, die Schaffung einer barrierefreien Umgebung ist eine Grundvoraussetzung, um die gleichberechtigte Teilhabe behinderter Menschen am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Das wollen wir, und das ist für uns selbstverständlich. Lassen Sie uns gern darüber reden, was man tun kann, um die Entwicklung einer barrierefreien Gesellschaft zu beschleunigen, um etwa der Freiwilligkeit einen zusätzlichen Anreiz zu geben. Aber muss man gleich mit der Keule ausholen, um zu erzwingen, was noch nicht aus Freiwilligkeit geschehen ist und was vielleicht deshalb noch nicht geschehen ist, weil die Entwicklung hin zu einer wirklich barrierefreien barrierefreien Gesellschaft eine Generationenaufgabe ist? Wenn Sie, werte Kolleginnen und Kollegen der Linken, aber die Versagung von Barrierefreiheit als Benachteiligung im Sinne des AGG und BGG sehen und festschreiben wollen und jedermann zur Herstellung von Barrierefreiheit zwingen wollen, koste es, was es wolle, wenn Sie gar ein Verbandsklagerecht gegen private Dienstleister und kleine Unternehmen möglich machen wollen, selbst wenn es gar keine individuell Betroffenen gibt, dann wird der willkürlichen Durchsetzung einer barrierefreien Umgebung Tür und Tor geöffnet. Auch da, wo es dann nicht mehr verhältnismäßig ist. Wenn wir von Teilhabe reden, wozu Barrierefreiheit gehört, dann reden wir auch von Miteinander. Zwei Gruppen, nämlich Menschen mit und ohne Behinderung, sollen gleichberechtigt und zufrieden miteinander leben können und zu einer Gruppe werden, zu einer Gemeinschaft, einer Gesellschaft, in der alle gleichberechtigt miteinander leben können. Darum muss man den Gemeinschaftsgedanken fördern. Und ich meine es ehrlich, wir wollen das fördern und verbessern. Das ist uns ein persönliches Anliegen. Aber man darf das nicht erzwingen wollen. Denn in dem Moment, in dem Sie das tun, in dem Antidiskriminierungsverbände anfangen, kleine Selbstständige und Dienstleister mit Verbandsklagen zu überziehen, in dem Moment riskieren Sie den guten Willen einer tragenden Säule unserer Gesellschaft. Einer Gesellschaft, die grundsätzlich offen ist für Teilhabe. Das machen wir nicht mit, und das ist auch nicht im Sinne derjenigen, um die es geht. Daher müssen wir den Antrag leider ablehnen. Vielen Dank, Uwe Witt. Danke. Nächster Redner, Wilfried Oellers für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Kollegen, meine sehr geehrten Gäste, insbesondere aus meinem Wahlkreis, wenn ich richtig informiert bin, müssten Sie noch da sein. Wir beraten heute, wie bereits gesagt, ein Gesetzespaket zum Arbeitsförderungsrecht, aber insbesondere, und dazu möchte ich Stellung nehmen, zur barrierefreien Gestaltung von Internetseiten, insbesondere der öffentlichen Stellen des Bundes. Eine Umsetzung der Europa-Richtlinie, die schon erwähnt worden ist. Ich möchte zunächst noch mal eingehen auf den Vorhalt und den Vorwurf des zeitlichen Ablaufs.
Ja, wir haben es hier mit dem Schnellläufergesetz zu tun. Die Gründe sind schon von der Staatssekretärin Griese auch erwähnt worden. Und sicherlich ist das natürlich alles ein sehr kurzfristiges Verfahren. Hätten wir uns sicherlich natürlich alle anders gewünscht, aber es gibt natürlich auch Gründe, die dazu geführt haben, dass wir mit der Regierungsbildung noch etwas verzögert in die Arbeit kamen. Und dennoch muss ich sagen, auch wenn vielleicht bestimmte Stellungnahmenfristen manchmal etwas kurzfristig waren, denke ich, dass das Gehör aller Verbände schon gewahrt wurde. Ich darf da auch insbesondere darauf hinweisen, dass natürlich neben der öffentlichen Anhörung noch viele Einzelgespräche stattgefunden haben. Und ich denke, dass da die Themen auch entsprechend platziert werden konnten. Und wenn wir dann ein Gesetz haben mit bestimmten Änderungsanträgen, auf die ich jetzt gleich noch eingehe, dann denke ich, ist es auch richtig fristgerecht, darüber abzustimmen und nicht das Gesetz zu verzögern. Nämlich dann möchte ich gerne die Diskussion sehen, die wir gehabt hätten, wenn wir die Frist nicht einhalten. Dann hätten wir vielleicht noch eine andere Diskussion bekommen. Zum Inhaltlichen. Mein Kollege Bartko und die Staatssekretärin Griese haben inhaltlich das Gesetz schon weitestgehend vorgestellt. Ich möchte hier noch einige Sachen ergänzen. Im Rahmen der öffentlichen Anhörung und der Verbände-Stellungnahmen kam natürlich insbesondere das Thema der grafischen Programmoberflächen zum Tragen. Es ist sehr kritisiert worden, dass die nicht namentlich erwähnt worden sind. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, da sie im alten Gesetz drin standen, müssen sie natürlich auch im neuen Gesetz drin stehen, weil sonst könnten bei Gesetzesauslegungen natürlich sicherlich Argumente gefunden werden, dass man sagt, sie sind jetzt vom Gesetzgeber nicht mehr gemeint. Und das kann natürlich nicht sein, insbesondere, dass damit entsprechende Barrieren abgebaut werden und es vor allen Dingen diese Mechanismen ja auch jetzt schon gibt. Deswegen geht der Änderungsantrag, den wir eingebracht haben, auch nochmal ausdrücklich darauf ein, dass diese grafischen Programmoberflächen aufgenommen werden und da eine Klarstellung erfolgt ist. Ich möchte zu den Ausnahmeregelungen noch ein paar Worte verlieren. Wir haben im Rahmen der Ausnahmeregelungen 12a Absatz 5 und Absatz 6, insbesondere im Absatz 6, nochmal formulierungstechnisch auch, nochmal den Fokus darauf gelegt, dass wir sagen, es ist eine Ausnahmeregelung, die auch eng zu fassen ist. Und ich betone das hier auch nochmal, damit das auch öffentlich gesagt wird. Es sollen enge Ausnahmeregelungen sein mit dem entsprechenden Charakter. Und das Gleiche gilt auch für den Absatz 5, in dem wir keine Formulierungsänderungen genommen haben, aber in dem ich mal ausdrücklich betonen möchte, dass es hier auch insbesondere Fälle sind, sagen wir, um das mal ein bisschen plakativ zu machen, bei denen es eben um zeitlich befristete Förderprojekte oder Forschungsprojekte geht, die damit gemeint werden sollen. Und ausnahmsweise, das muss man im Einzelfall natürlich wieder sehr intensiv prüfen, von einer entsprechenden barrierefreien Gestaltung ausgenommen werden können, aber auch nur dann, wenn es sich darum Forschungsergebnisse handelt, die so hochspeziell sind, dass sie auch nur für bestimmte Adressaten gemeint sind im sehr fachspezifischen Bereich für Unternehmen oder für die weitere Entwicklung. Diese Ausnahmeregelungen werden auch von der EU-Verordnung zugelassen. Und hier, Herr Kollege Beck hat mich ja schon zitiert, will ich es aber gerne mal wiederholen, das behalten wir natürlich ganz genau im Auge. Wenn wir merken, dass in der Praxis die Umsetzung weiter erfolgt, als wir uns das eigentlich als Gesetzgeber vorgestellt haben, dann gehört diese Regelung wieder auf die Tagesordnung und dann müssen wir uns das als Gesetzgeber natürlich genau anschauen. Letzter Punkt zu den Änderungsanträgen möchte ich nochmal auf die Schlichtungsstellen eingehen, indem wir insbesondere durch die Aufnahme der Unterbrechung von Klagefristen bzw. auch dem Ruhenstellen von außergerichtlichen Verfahren, wenn ein Schlichtungsverfahren eingeleitet wird, dass wir dadurch den besonderen Fokus auf die Schlichtungsstellen legen, dass diese entsprechend auch durchgeführt werden können, ohne dass die entsprechenden Betroffenen Angst haben müssen, dass ihnen vielleicht Fristen da durchlaufen können und sie nachher rechtskräftige Bescheide haben, mit denen sie dann auskommen müssen. Das kann so nicht sein. Deswegen ist es so, dass wir hier den Schlichtungsstellen, denke ich, noch eine gute Stärkung mit auf den Weg gegeben haben. Ich komme zum Ende. Wir haben mit diesem Gesetz sicherlich Verbesserungen vorgenommen. Ich will damit nicht sagen, dass wir damit am Ende von Verbesserungen angekommen sind. Wir müssen das Thema weiterhin auf der Tagesordnung behalten und
richte noch einen schönen Gruß an meinen Wahlkreis. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Oellers. Und bevor ich den nächsten Redner aufrufe, mache ich nun meinem Thomas Hitschler einen kleinen Gefallen, weil hier im Raum befindet sich seine Gruppe vom Trifels-Gymnasium aus Annweiler. Er weiß aber nicht, wo sie sind. Irgendwo werden sie schon sein. Ah, sie sind also doch noch hier. Wir waren uns nämlich nicht sicher. Ja, Ihnen allen auch einen schönen Abend von uns aus. Und dann haben wir jetzt den... Ja. Ja, manche verbringen halt so die Abende. Gut. Letzter Redner in der Debatte, Peter Aumer für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren zwei Punkte. Einmal, wie schon öfter gehört, die Richtlinie über den barrierefreien Zugang zu Websites im öffentlichen Bereich und die Verlängerung befristeter Regelungen zur Arbeitsförderung. Alle Felder dieses Gesetzes, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, berühren den Wesenskern der sozialen Marktwirtschaft, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Genau das tun wir auch mit diesem Gesetz. Wir verlängern befristete Regelungen des SGB III, beispielsweise die assistierte Ausbildung. Die assistierte Ausbildung, meine sehr geehrten Damen und Herren, unterstützt Auszubildende, die lernbeeinträchtigt oder sozial benachteiligt sind während der gesamten Ausbildungszeit. Lieber Herr Kollege Sichert, was mir vor allem bei Ihrer Rede aufgefallen ist und was mich wirklich gestört hat, ist, wie Sie diese Menschen bezeichnet haben, die in dieser assistierten Ausbildung ihren Lebensweg in die Zukunft führen. Und deshalb ich wirklich schlecht. Und wenn Sie es im Protokoll nachlesen, dann werden Sie sehen, wie Sie die Menschen bezeichnet haben. In meinem Wahlkreis sind es 75 junge Menschen, die dieses Angebot in Anspruch nehmen. Ich lade Sie gerne mal ein, damit hinzugehen und zu schauen, welche Menschen das sind. Meine sehr geehrten Damen und Herren, oder muss vielleicht auch nicht, aber manchmal ist es vielleicht auch ein Weg zur Erkenntnis, wenn man sieht, dass da Menschen auch wirklich Hilfe des Staates brauchen und dass wir gerade im Bereich der Sprach- und Bildungsdefizite auch viel zu tun haben, dass wir hier Menschen Zukunft geben können. Deswegen ist es gut, dass wir dieses Angebot auch verlängern. Bei mir in Regensburg sind von 2017 auf 2018 30% mehr junge Menschen in diese Ausbildungsinitiative gestartet. Und deswegen ist es auch wichtig und wertvoll, dass diese Initiative verlängert wird. Eine weitere Maßnahme ist die Verlängerung des Saison-Kurzarbeitergeldes bis zur Anpassung einer entsprechenden tariflichen Regelung. Der große Punkt dieses Gesetzes, meine lieben Kollegen, ist die Umsetzung der EU-Richtlinie zur Barrierefreiheit bei Internetseiten und mobilen Anwendungen von öffentlichen Stellen. Gerade die digitale Welt eröffnet vielen Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen eine viel größere Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und auch am politischen Diskurs. Einen uneingeschränkten Zugang für die Angebote der öffentlichen Stellen im Netz zu ermöglichen, ist deshalb eine wichtige Aufgabe einer demokratischen und inklusiven Gesellschaft. Der Paragraph 12a des Behindertengesetzes ist dynamisch und zukunftsweisend gestaltet. Der Fokus auf die Darstellung von Online-Inhalten auf mobilen Endgeräten ist wichtig und notwendig. Wichtig ist vor allem auch, dass Ausnahmeregelungen für unverhältnismäßige Belastungen geschaffen wurden. Diese Ausnahmeregelungen darf man aber nicht isoliert betrachten, sondern muss sie im Kanon der Berichterstattungen, des Monitorings und der Schlichtungsstelle sehen. Öffentliche Stellen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, müssen ihrer Vorbildfunktion in Sachen Barrierefreiheit online gerecht werden. Das zeigt auch der Wirtschaft neue Perspektiven und Wege auf. Deswegen ist Zwangsverpflichtung, meine sehr geehrten Damen und Herren der Linken, nicht der richtige Weg aus unserer Sicht. Dieses Gesetz, das heute vorliegt, ist mehr als das, was die Europäische Union mit ihrer Richtlinie verlangt. Es öffnet Türen für Menschen mit Beeinträchtigung und wir dürfen gespannt sein, welche Chancen und Ideen dadurch noch entstehen werden. Deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kollegen, bitte ich Sie, diesem Gesetz zuzustimmen. Herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, Peter Aumer. Ich schließe damit die Aussprache. Tagesordnungspunkt 10a. Wir kommen zur Abstimmung
über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Verlängerung befristeter Regelungen im Arbeitsförderungsrecht und zur Umsetzung der Richtlinie 2016/2102 EU über den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen. Der Ausschuss für Arbeit und Soziales empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 2728 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 2072 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Wer stimmt dagegen? Enthaltungen? Dann keine. Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung angenommen. Zugestimmt hat die SPD, CDU, CSU und FDP. Dagegen war die Linke, Bündnis 90 die Grünen und die AfD. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. So geht es, dann macht er den Kopf. Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Dankeschön. Nein. Dankeschön. Wer enthält sich? Der Gesetzentwurf ist angenommen. Zugestimmt hat die SPD, die CDU, CSU und die FDP. Dagegen war die Fraktion der Linken, von Bündnis 90 die Grünen und der AfD. Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90 die Grünen auf Drucksache 2733. Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Enthaltungen keine. Der Entschließungsantrag ist abgelehnt. Zugestimmt hat Bündnis 90 die Grünen und die Fraktion der Linken. Dagegen war die SPD, die CDU, CSU, die FDP und die AfD. Tagesordnungspunkt 10b. Wir setzen die Abstimmung zu der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit und Soziales auf Drucksache 2728 fort. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe b seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktion Die Linke auf Drucksache 1342 mit dem Titel Menschenrecht auf Barrierefreiheit umsetzen, Privatwirtschaft zu Barrierefreiheit verpflichten. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Enthaltungen? Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Zugestimmt hat die SPD, die CDU, CSU, die FDP und die AfD. Dagegen war die Fraktion der Linken und Bündnis 90 die Grünen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 11.